Servus und herzlich willkommen bei Bock auf Holz. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, in Bayern fangen jetzt die Sommerferien an. Dementsprechend steht auch der große Sommerurlaub vor der Haustür. Und die Kleine ist daheim, weil die Kita hat jetzt natürlich dann auch zu. Das hat allerdings zur Folge, dass ich natürlich ein bisschen weniger Zeit habe, in der Werkstatt für euch Projekte zu machen. Und dementsprechend machen wir das im August ein ganz kleines bisschen anders. Normalerweise ploppt er hier oben immer meinen Kalender auf und dann sage ich euch, ja, in der Woche machen wir das Projekt, in der Woche kommt dann jegliches Projekt. Das beziehungsweise den Stress möchte ich mir im August gar nicht geben, weil ich gar nicht weiß, wie viel Zeit ich effektiv hier drin stehen kann. Darum machen wir das ein bisschen anders, aber keine Sorge, ich erkläre euch natürlich, was ich mit euch vorhabe. Ich möchte das Ganze, ich sag mal jetzt mal ein bisschen wie ein Vlog-Monat behandeln. Das heißt, ich gebe euch jetzt dann nachher gleich vor, welche Themen ich mir theoretisch für den August vorgenommen habe, ob man die dann umsetzt, wie weit ich komme. Sehen wir, im besten Falle kommt natürlich das Projektvideo für euch raus. Wenn es sich nicht ganz ausgeht, naja, dann ist das Video halt genauso weit, wie der Vlog geht, also wie weit ich tatsächlich gekommen bin. Und dann geht es nächste Woche einfach weiter. Und sollte sich das jetzt über ein oder zwei Teile erstrecken, dann gibt es natürlich am Ende nochmal ein knackiges Projektvideo, wo ich euch das alles zusammenfasse, wie das Projekt geht, dass ihr natürlich jetzt nicht alle drei langen Teile, die irgendwie gestückelt sind, anschauen müsst und alles in einem schönen Video habt. Ja, und was habe ich mit euch jetzt vor? Eine Sache bleibe ich aber im August definitiv treu. Das ist der Livestream, der kommt kommenden Samstag natürlich, also den 6.8. um 20.30 Uhr für euch. Da möchte ich mit euch über die Thematik, ja, Korpuszwingen, Spannzwingen, allgemeinen reden. Ich meine, das ist eine Variante, die in YouTube kursiert. Es gibt ja noch deutlich mehrere. Und ich fand es einfach cool, was man letztes Mal aus den Holzböcken gemacht hat. Und wie ich auch im Video ja schon gesagt habe, es ist ja nur die halbe Wahrheit. Ich meine, klar, damit kann ich jetzt mein Leimholz einspannen oder vielleicht auch einen Korpus. Aber vor allem, wenn ich jetzt Leimholzblatt mache, dann brauche ich ja irgendwo noch diese, ich sage jetzt mal, Niederhandler, Spannhilfen, Leimzulagen, wie die Dinge auch immer heißen mögen. Da gibt es ja dann auch wieder noch und nöcher Varianten. Manche haben irgendwie so einen Halbbogen, manche sind so, manche sind gelocht, manche sind ganz anders, manche bauen die aus Metall, manche haben die beschichtet, frag mich nicht. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Da möchte ich einfach allgemein mit euch ein bisschen diskutieren und dann schauen wir mal, ob man das Ganze irgendwie auf einen ganzen Nenner bringen kann, wo man sagen, ja, wenn man das aus der Variante reinpackt und das vielleicht aus der Variante, dann kann man vielleicht eine ganz gute Variante, die viele Sachen bedient. Oder man sagt einfach, nee, es sind Spezialfälle, deswegen gibt es dann die mit dem Bogen. Ich glaube mal, das ist ein richtig spannendes Thema. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mit euch drüber zu diskutieren. Also der 6.8. um 20.30 Uhr gibt es den Livestream. Aber ich überreite aber jetzt nur mit euch vor. Oder in dem Monat. In dem Monat. Der August hat ja drei Donnerstage, die man mit Videomaterial füllen können. Dementsprechend hatte ich mir auch drei Projekte überlegt. Zum einen möchte ich natürlich die Leimzulagen, die wir uns dann im Livestream überlegen, noch bauen. Wahlweise, vielleicht mache ich auch noch meine eigene Idee, die mir schon im Kopf rumschwingt. Muss ich mal schauen, wie es mir zeitlich ausgeht. Dann natürlich endlich das, was ich schon letzten Monat machen wollte, nämlich den Unterschrank für mein Gäste-WC. Da habe ich mir jetzt auch die Korpuszwingen gebaut, dass ich eben die Leimplatten ordentlich machen kann. Und dafür brauche ich halt auch die Leimzulage. Ja, und wenn wir das relativ zügig alles gebaut bekommen, dann ist noch definitiv Zeit, den Holzbock anzufangen, den wir ja letzten Monat im Livestream geplant haben. Also die 3 Stunden waren richtig cool, was wir da rausgeholt haben. Ich finde das gigantisch. Und ja, dann fangen wir damit auf jeden Fall mal an. Und wenn sich das im August nicht mehr ausgehen sollte, dann machen wir da einfach im September mit weiter. Das wären die drei Projekte, die ich mir vornehme, im August zu schaffen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie viel mir in der ganzen Sommerurlaubs-, Kinderbetreuungszeit etc. hier in der Werkstatt bleibt. Lassen wir uns überraschen. Wird auf jeden Fall ein spannender Monat. Und wenn wir schon beim Thema Livestream aus dem Juli sind, da habt ihr mich ja wunderbar in eine kleine Wette hineinbuxiert, die ich super cool finde. Und für alle, die den Livestream nicht gesehen haben oder sich schon gar nicht mehr daran erinnern können, hier der kleine Videoschnipsel. Okay, wir machen das jetzt anders, Leute. Also, wenn ihr dann schon so alle so lustig drauf seid. Wir machen nächstes Jahr bei mir einen YouTuber-Treff. Schaffe ich die 1000 Abonnenten, dann müsst ihr mitzahlen. Schaffe ich die 1000 Abonnenten nicht, geht's auf mich. Ich finde die richtig cool, die Wette, aber ich finde, wir müssen die Rahmenbedingungen noch mal ein bisschen, ich sag mal, drehen. Wenn ihr mir hilft, die 1000 Abonnenten zu knacken, also ich zum Jahresende mehr als 1000 Abonnenten habe, dann geht das Treffen komplett auf meine Kosten. Sollten wir unter den 1000 Abonnenten bleiben, naja, dann gibt es halt einfach den kleinen Eintrittspreis, den jeder Teilnehmer zahlen darf, muss. Darüber decke ich dann einfach ein bisschen meine Kosten, aber der wird definitiv klein und fair sein. Ich denke mal, das ist doch eine faire Geschichte. Und wo ich vorhin mal geschaut habe, waren wir so irgendwie bei 835, 840 Abonnenten umeinander. Also viel fehlt euch nicht mehr. Die 1000 schaffen wir auf jeden Fall bis zum Jahresende, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann freue ich mich schon auf das Treffen im nächsten Sommer. Von den 1000 Abonnenten zurück zu den 750 Abonnenten. Ich habe ja letzten Monat gesagt, als Dankeschön dafür, dass ihr meinen Kanal so fleißig abonniert habt und mich unterstützt, möchte ich einen Zuschauer, nämlich einen von euch, hier sehr gerne zu meiner Werkstatt einladen, mit ihm gemeinsam ein Projekt unternehmen.
Und ja, ich habe richtig viele E-Mails von euch bekommen und es war überhaupt nicht einfach, da jetzt einen rauszusuchen und zu sagen, der kriegt's nicht. Aber eine E-Mail fand ich besonders cool und die Idee dahinter, die gefällt mir richtig gut und die möchte ich unterstützen. Und dementsprechend gibt es eine Gewinnerin, nämlich dich, liebe Marti. Du hast gewonnen, du darfst zu mir in die Werkstatt. Wir werden dein Projekt umsetzen und ich bin schon richtig gespannt, wie das alles wird. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiges Wochenende werden und ja, wir schmatzen einfach aus, wann wir uns treffen, wann wir das umsetzen und ja, dann gibt es auch für die anderen lieben Zuschauer natürlich Bildmaterial, ganz klar. Ich freue mich schon. Für alle, die mir auf Instagram ja schon folgen, die haben es wahrscheinlich mitgekriegt, dass ich im Juli bei der Holz und Handwerk war. Eine wunderbare, coole Messe. Das war mein erstes Mal, dass ich dort gewesen bin. Und ja, dann gehst du so eigentlich relativ ahnungslos in diese Messe rein, kommst in die erste Halle und wirst einfach komplett erschlagen, weil da stehen dann diese riesengroßen, fetten Industrie-CNC-Maschinen rum, die halt dann so eine ganze Platte reinheben, irgendwie lustig dafür wurschteln. Und hinten kommt halt der ganze Schrank schon mehr oder minder fertig zusammengebaut raus. Also richtig, richtig krass, auch diese ganzen Kanteneinleimer, dann Altendorf, Panhans etc., die haben dann auch mal ihre ganz großen Maschinen da hingepackt, wo du dir da denkst so, oh, schon cool, kostet zwar viel zu viel, aber ist richtig cool. Ja, und irgendwann dann zum Ende des Messegeländes hin, kommst du dann endlich mal in die Messehallen rein, wo du dich als Heimwerker heimisch fühlst, wo dann Bosch, Makita, ja, Fisch, wen haben wir noch, Sautershop etc., alles geballt drin ist, wo du sagst, ha, das sind Maschinen, mit denen kann ich was anfangen. Und ja, da sind auch richtig spannende Gespräche bei herumgekommen und ja, wenn du dich halt dann so umschaust auf der Messe, laufen dir natürlich der ein oder andere bekannte Gesicht über den Weg. Zum einen ist mir dann der Peter von Leimis Werkstatt über den Weg gelaufen. Wir sind dann auch gemeinsam miteinander durch die ganze Messe noch getourt. Der hat mir dann auch sehr viel über diese großen Maschinen erklären können, für was die da sind, wie die funktionieren. Also richtig spannend. Ich habe da viel, viel Wissen mitgenommen. Auch an dieser Stelle, Peter, vielen Dank, dass du dir meine ganzen Fragen angetan hast und war ein richtig schöner Nachmittag mit dir. Ja, und wo wir dann gesagt haben, ja, mal so ein bisschen Kaffeekuchen wäre ja ganz nett, haben wir auch noch tatsächlich den Markus von Fabrizium getroffen, mit denen uns dann auch noch unterhalten und war auch mal schön, den Markus quasi zu treffen, obwohl wir nicht mehr weit auseinander wohnen, haben wir es bis jetzt trotzdem nicht geschafft. Auf der Messe konnten wir uns endlich mal treffen und da haben wir uns natürlich auch nehmen lassen, ein wunderbares Gruppenfoto zu machen. Ja, und dann sind wir halt einfach so noch ein bisschen über die ganze Messe geschlendert und dann triffst du natürlich auch mal einen Waldemar vom Kreck. Dann haben wir noch einen Arne von Kreis 32 getroffen. Oh, noch irgendwen, den Habu habe ich noch getroffen. Ja, und dann kommst du halt auch mit den ganzen Ständen so ein bisschen ins Quatschen. Da bekomme ich wahrscheinlich auch noch richtig schöne Angebote. Mal schauen, was ich davon alles bestellen werde oder dann doch nicht, weil ja, die Preise sind halt dann schon ein bisschen höher. Aber ich möchte mir jetzt hier auch eine ordentliche Werkstatt einrichten, also sei es ganz fair. Falls ihr euch fragt, warum es jetzt nur ein paar kleine Bilder gibt und nicht mehr Videomaterial, mir war das ehrlich gesagt zu heikel, jetzt auf der Messe zu filmen. Weil theoretisch darfst du nicht fotografieren und filmen, wegen rechtlichen Geschichten, blablabla, Marktneuheiten, weiß der Geier was. Ich wollte es nicht, aber es gab eine einzige coole Firma, die überhaupt kein Problem damit gehabt hat, dass ich filme. Und das war die Firma Halter. Bei denen konntest du dir vor Ort einfach diesen Hammer zusammenschrauben. Hat dann 20 Euro gekostet, also richtig cool. Und die haben gesagt, klar, das darfst du filmen und darfst du bringen. Und dementsprechend für euch jetzt den Videoschnipsel. Mit der Schrift nach oben. Machen wir das fest. Klauen zu dir. Hier ist die Schraube. Macht's an? Ja. Sehr gut. So weit wie es geht? Ich glaube, ja. Den Rest machen wir dann mit dem Drehmomentschuh. Das ist aber heute, aber gibt es auf jeden Fall auch mehr. Das ist vielleicht nachher nicht so gut. Wie viel Drehmomentschuss ist? 25 Newtonmeter. Ja. Also wie wenn ich einen Drehmomentschlüssel hätte, aber man kann ja aber vorher unterschreiben. Ja, ja. Also, das ist gut aus dem Handgelenk raus. Das ist schon geeicht. Ja, wenn du. Es geht halt darum, dass er nicht auseinanderfällt beim Arbeiten. Jawohl, das war's. Vielen Dank. Also, der Hammer ist richtig cool. Hat hier eine richtig weiche Gummiseite. Also, ich habe da jetzt schon ein bisschen drauf rumgeklopft. Bleiben eigentlich so gut wie gar keine Spuren auf dem Holz übrig. Und dann hier ein bisschen eine härtere Kunststoffseite, wenn man mal ein bisschen was weiterklopfen möchte. Also, ich finde ihn sehr, sehr praktisch.
Die Messe an sich, wie auch schon vorhin gesagt, war richtig cool. Also die zwei Tage, wo ich da war, ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Ich habe wahnsinnig viele Leute kennenlernen dürfen, Kontakte geschlossen, tolle Gespräche gehabt. Und ja, dann schauen wir mal, welche Sachen hier noch alles in der Werkstatt dann passieren werden. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn die in 2 Jahren wieder stattfindet. Ich werde auf jeden Fall wieder dort sein und vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen von euch auch dort. Mich würde es freuen. Wie man das im Video ja schon so ein kleines bisschen rausgehört hat, so richtig viel Zeit im August habe ich ja nicht. Und da hat sich der liebe Christian von Colorwood einfach gedacht, ach komm, egal. Lieber Patrick, komm zu meinem YouTuber-Treffen, ich lade dich herzlich ein und ich denke mir nur so, boah geil, ich darf zu einem YouTuber-Treffen, ist mein erstes YouTuber-Treffen, klar, ich bin dabei, egal wie voll mein August ist, ich bin dabei. Ja, dementsprechend Christian, vielen lieben Dank dafür, dass du mich zu deinem Treffen eingeladen hast. Ja, ich bin schon richtig gespannt, wer alles kommt, so ein bisschen was habe ich schon rausgehört. Der Peter von Leimis Werkstatt, der Karin von Let's Pfusch und der Markus von Tortellino werden auf jeden Fall mal kommen. Aber es sollen, glaube ich, auch noch 10 andere YouTuber und Instagrammer kommen. Ich bin richtig, richtig gespannt, wie dieser Tag bei dir stattfinden wird und was ich alles erlebe, wen ich alles kennenlerne. Also vielen lieben Dank für diese tolle Chance. Für euch, liebe Zuschauer, da wird es natürlich definitiv dann Outtakes und Videomaterial geben. Ob ich euch das jetzt als Sondervideo in dem Monat noch zeige oder ich das Ganze dann im September in den Ausblick für Wurstel oder da das Video rauskommt. Ich kann es euch noch nicht ganz versprechen, aber das Video zum Treffen kommt auf jeden Fall raus. Und ich sage nochmal Christian, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich schon. Wir sehen uns dann demnächst bei dir. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was ich alles in dem Urlaubsmonat August so hier in der Werkstatt reise und was ich alles erleben werde. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann gerne den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch die neuesten Videos nicht, auch wenn sie immer Donnerstag 18 Uhr rauskommen. Eventuell kommt ja dieses Sondervideo zum Treffen von Christian raus, dann werdet ihr da ebenfalls benachrichtigt. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann auch gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr jetzt sagt, diese Vlog-Thematik, was ihr jetzt im August ausprobieren will, ich weiß ja nicht so recht, ich mache lieber Projektvideos, ist das überhaupt kein Problem. Denn hier habe ich eins meiner beliebtesten Videos für euch. Und hier habe ich die Playlist zu meinen ganzen Projekten, die ich bisher gemacht habe. Die habe ich für euch frisch erstellt, schaut da gerne mal rein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in eurer Werkstatt. Macht es gut, viel Spaß im August. Wir sehen uns beim nächsten Projekt bzw. nächsten Vlog. Bis dann, euer Patrick. Servus.